Derzeit haben die Jäger Hochsaison. In den Herbst fällt auch immer das Dankfest zu Ehren des Schutzpatrons der Jäger. Doch traditionelle Hubertusfeiern werden in Vorarlberg nur noch ganz selten zelebriert. In Montafon gibt es eine einzige und die haben wir in Gafrescher oberhalb von St. Gallenkirch besucht. Der italienische Chor Nivalis aus Chiavenna umrahmte die Hubertusfeier. Und die ist für die Jäger praktisch das Erntedankfest. Und so wird der erlegte Hirsch als Symbol der Ernte gesehen. So gehört zur Jagd eben auch das Töten von Tieren. Das ist der Auftrag der Jagd. Wir können nicht so tun, wie wenn der Tod keine Realität wäre. Aber wir können in Achtung und Dankbarkeit mit der uns anvertrauten Natur und den Tieren umgehen, sogar dann, wenn sie als Stück Fleisch auf unserem Teller liegen. Im Wandel der Zeit hat das Ansehen der Jäger gelitten. Daher ist intensive Aufklärungsarbeit angesagt. Nehmen wir unsere Kinder und Kindeskinder wieder vermehrt mit in Gottes freie Natur. Bringen wir ihnen die Schönheiten von Fauna und Flora näher. Zeigen wir ihnen, was weitgerechte Jagd bedeutet, und geben ihnen damit eine Schule fürs Leben. Indem unsere Kinder nämlich den Zusammenhang zwischen Leben und Tod verstehen und indem sie lernen, mit Ehrfurcht und Demut der Natur zu begegnen. Weib und Seil. Und bei der Hubertusfeier gehört das Feiern nach der Messe ebenfalls zur Tradition. Ich glaube, dass wir früher viel zu wenig in die Öffentlichkeit gegangen sind. Also wir sind immer so ein bisschen ein verschworener Club gsi, muss ich fast sagen, wo man gesehen hat, wir brauchen niemand. Für mich ist es wichtig, dass die Öffentlichkeit interessiert, dass wir eine Funktion haben, dass wir eigentlich das Gleichgewicht in der Natur, wie der Joe Egli gesehen hat, wenn nicht mehr gejagt wird, dann wäre also ganz sicher, wäre der Schaden in der Welt viel größer. Es sind schöne Situationen, hat aber auch traurige Situationen. Und ich sage immer, wenn ich auf die Jagd gehe, es ist immer 50-50. Erwische ich etwas oder hat das Stück die Chance? Du hast auch das Gefühl, du tust etwas Gutes, weil es muss auch einfach sein, oder? Und wenn man dann die Leute sagt, ja, was habt ihr zu jagen und so, und dann sagst du, ja, so und so viel Stück, ja, Wahnsinn, ja, es kommt alles vom Schreibtisch von der Behörde. Denn die legt die Abschusszahlen fest. Sie sehen.